Und damit hallo und herzlich willkommen zu The Crew 2. Schön, dich zu treffen. Ich dachte schon, du und dein Fahrer, ihr würdet es nicht schaffen. Ich bin von Live, der Firma, die dieses Rennen sponsert, und ich leite das Event. Komm mit mir. Nun, vielen Dank. Ich bin total begeistert. Danke für diese Chance. Keine Ursache. Wir suchen immer nach neuen Talenten und ihr passt da gut ins Schema. Ihr wisst das sicher schon, aber macht es richtig in diesem Rennen und euch öffnen sich viele Türen. Kapiert. Wir enttäuschen dich nicht. Mich enttäuschen? Darum geht es hier gar nicht. Das ist eure Chance, Leute zu beeindrucken. Die Events meiner Firma sind die Eintrittskarte zu jeder Rennfamilie da draußen. Ihr wollt doch fahren, oder? Oh ja, das bedeutet uns wirklich viel. Wir haben unsere Rennen gestreamt, aber zwecklos. Ich glaube, niemand wartet auf Nobodies. Glaubt mir, zeigt der Welt hier, was ihr drauf habt. Und ihr bekommt Follower, ruckzuck. Wuppt das Rennen und eure Möglichkeiten und Followerzahlen explodieren. Wir tun unser Bestes. Hero, mein Freund. Es geht nicht um euch. Ich will legendäres Draufgänger tun. Egal, ich muss los. Irgendein Rennen wartet auf mich. Dann viel Glück. Okay, vielen Dank. Es kann losgehen, kleiner Hals- und Beinbruch. Brich dir von mir aus alles, was du hast. Nur fahr so gut wie immer und wir spielen bald in der großen Liga. Willkommen in der Stadt, die niemals schläft. In diesem Event wird New York von Rennfahrern übernommen, wie ihr es noch nie gesehen habt. Das ist keine Stadt, das ist ein Spielplatz für die besten Piloten und Fahrer von heute und morgen. Ja, und im Folgenden seht ihr meine allerersten Versuche im Spiel The Crew, wo ihr nicht nur mit Autos fahrt, wo ihr nicht nur Autorennen macht, sondern eine komplette Open World habt, wo ihr mit Motorrädern fahrt, wo ihr mit verschiedenen Wagen natürlich auch fahrt, also sei es jetzt Motocross oder sei es jetzt Touringwagen oder sei es Monster Truck oder sonst irgendetwas. Also sind wirklich, soweit ich das sehen kann, alle Kategorien vertreten. Wie ihr seht, also ich nehme gerade einen Begleitkommentar auf, wie ihr seht, habe ich einige Probleme, was unter anderem auch daran lag, weil ich dummerweise vergessen hatte, vor der Aufnahme auf den Controller umzuschalten und das Ganze versucht habe, mit Maus und Tastatur zu spielen, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Genauso wichtig ist es, für sie Spannung zu erzeugen, denn nur so halten sie die Fans bei Laune und darum geht es schnell umzuschalten. Das ging nicht, weil er ist direkt in dieses Live-Event sozusagen reingesprungen. Was dann doch ziemlich, ja, sagen wir mal einfach, ich brauche kein Mitleid, aber ich muss mir da selber Mitleid geben, so wie ich da in dem Moment gefahren bin. Deswegen, also sorry Leute, die erste Runde, die könnt ihr komplett aus dem Ruder hauen. Auch die erste Folge heute wird nicht profihaft aussehen. Ich bin halt nun mal kein Pro-Gamer und ich bin auch niemand, der sein Leben lang immer nur Autorennen gespielt hat. Ich habe sehr, sehr viele Autorennen gemacht. Ich war auch sehr, sehr gut da drin, zumindest bei Gran Turismo. Und ich habe noch ein anderes Spiel gespielt, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, auf der PlayStation. Aber ich habe es erstens noch nie am PC gespielt. Zweitens, wie gesagt, noch nie mit Maus und Tastatur, was ich leider in der Runde gemacht habe. Und deswegen, ja, sage ich einfach mal viel Spaß. Ich habe übrigens noch vergessen zu sagen, dass ihr auch auf der See, also mit verschiedenen Booten noch fahren könnt. Und ihr könnt auch fliegen in dem Spiel. Das wird dann alles so nach und nach ein bisschen veröffentlicht. Und gleich gibt es dann auch nochmal eine Überraschung mitten im Rennen. Wenn ihr es seht, werdet ihr es gleich wissen. Ich sage einfach mal, ja, nehmt es mir nicht übel, dass die Folge überhaupt nicht professionell ist. Das werden die anderen aber auch nicht sein. Aber trotzdem viel Spaß. Und jetzt wird es bei Live Extreme.
Follower gewinnt man natürlich, indem man siegt. Aber das ist nicht der einzige Weg. Mach einen spektakulären Stunt wie diesen und die Fans kommen in Scharen. Seht's euch an! Voll spektakulär. Zwei Drittel der Strecke liegen hinter uns und ich glaube, wir sehen hier gerade den neuen Star am Rennhimmel. Na. Für das große Finale legen wir noch einen drauf. So ist das heutzutage. Nur ein guter Fahrer zu sein, reicht nicht mehr. Man muss nicht nur auf, sondern auch jenseits der Strecke glänzen. Und natürlich in den sozialen Medien Präsenz zeigen. Es ist eine einfache Rechnung. Je mehr Follower man hat, desto mehr kommen hinzu. Unterschreibe beim ersten Rennteam und das zweite wirft ein Auge auf dich. Schare Fans um dich und die Verträge flattern herein. Anders gesagt, einem Fahrer, der genug Follower anzieht, eröffnen sich neue Rennwelten. Wir nennen sie Disziplinen. Ihr werdet sie großartig nennen. Hey. Hallo. Es wäre schön, wenn ich das auch irgendwie bewegen könnte. V. Ich spüre schon den Ansturm der Follower. Ihr nicht? Thank you.
Aus dem Herzen von New York City war dies die Live Extreme Series Episode 1. Danke fürs Zusehen und folgt uns in den sozialen Medien. Cool, es ist jetzt offiziell. Wir haben groß abgeräumt. Wir müssen uns immer noch beweisen. Aber das ist okay. Du weißt, wir haben es drauf. Und wir haben die Wahl. Boote, Flieger, eine Menge Autos. Das ist wie das größte Buffet der Welt und wir können überall einmal abbeißen. Es geht um Street Racing, Offroad, Pro Racing, Freestyle. Wir können mit jedem eine Testfahrt machen oder von mir aus mit allen. Wähl einfach, womit du anfangen willst und los. Herzlich willkommen zur Motor Nation. Wir haben jetzt 4 Möglichkeiten, die Sache ins Rollen zu bringen. Es ist deine Wahl. Womit sollen wir anfangen? Du bist echt gut gefahren. Du hast dir dein Ticket zum Spot verdient. Da hängt immer die Street Racing Community ab. Ich gehöre zu denen, die die Sache legal machen wollen. Falls du das auch willst, könnten wir uns ja helfen. Dieser Bursche hingegen will, dass wir auf der Straße bleiben. Er heißt Edgar Marquez, aber nenn ihn lieber Tio. Er ist hier der ungekrönte Champion, der König der Viertelmeile. Nimmst du es mit ihm auf, dann wird er das alles abverlangen. Auch das, was ich dir noch beibringe. Du hast Talent, aber das Können fehlt dir. Siehst du diese Autos? Eines davon gehört dir, als Belohnung für deinen Sieg. Die anderen bekommst du allerdings nicht so leicht. Du musst sie kaufen. Gewinne Rennen, erlange Ansehen und dir stehen alle möglichen Spielzeuge zur Verfügung. Drifter, Dragster, egal. Du musst fahren und gewinnen. Jetzt schnapp dir deinen Wagen und zeig, was du drauf hast. Nee, ich will kein Flugzeug. Willkommen in der Community der Freestyler. Ich bin Sophia und ich trete gegen dich an. Hier geht es vor allem um Spaß. Wenn du rein willst, kein Problem. Schnapp dir den Flieger. Arbeite die Tricks auf der Liste in der richtigen Reihenfolge ab und greif dir dabei eine Kotztüte. Benutze sie und du verlierst. Überbiete meine Punktzahl und du bist drin. Was ich wirklich drauf habe, zeige ich dir später. Jetzt bist du dran. Ich weiß gar nicht, wie man fliegt. 3, 2, 1. Jetzt eine Rolle. Zieh den Flieger gerade und wähle links oder rechts. Bewege den Knüppel in diese Richtung, bis die Rolle abgeschlossen ist. Noch ein? Zeit für einen Luftdrift. Drücke das linke oder rechte Ruder lange genug durch und du kriegst den Dreh raus. Der Messerflug hat's in sich. Richte dein Flugzeug mit einem Flügel nach unten aus, dann schaffst du's. Hä? Was ist das immer? Ach so. Versuche ein Looping. Zieh den Knüppel nach hinten, bis du 360 Grad geschafft hast. Okay.
jetzt schön, wenn du das reinnimmst. Jetzt der Tiefflug. Rate mal, was das bedeutet. Pass jedenfalls auf, dass du die Baumwipfel nur streichelst. Sonst kriegst du einen Crashkurs im Auf-dem-Kopf-Landen. War echt super. Guter Flug. Okay, geh zu meinem Partner Emmett an der Bahn. Dann können wir die Sache wirklich ins Rollen bringen. Ich bin Emmett. Und du musst das neue Talent sein, das Sophia erwähnt hat. Mal sehen, ob sie sich mit Leuten so gut auskennt wie mit Flugzeugen. Und mit Autos. Und mit... Ach, egal. Du verstehst das schon. Nun, worum es hier an diesem Ort geht, das ist schwer zu beschreiben. Siehst du die Leute? Sie sind hart, sie arbeiten hart und kommen irgendwie klar. Solange du das nicht verinnerlicht hast, gehörst du nicht hierher. Aber hey, Sophia birgt für dich. Also musst du gut sein. Sie und ich haben übrigens etwas für dich unten im Laden. Da hinten. Da kannst du dir neue Maschinen abholen, wenn du sie verdient hast. Aber wenn man sie für lau bekommt, sollte man lächeln. Vergiss nur nicht zu lächeln, wenn sie dich da oben fertig macht. In der Zwischenzeit solltest du rausfinden, was du tun willst. Es gibt keine Regeln, außer gib dein Bestes und hab Spaß. Ich hoffe, du befolgst sie. Ja, wie ich bereits erwähnt habe, waren das meine allerersten Eindrücke von diesem Spiel. Aber die wollte ich euch jetzt nicht vorenthalten, weil ich es, ja, zum einen war ich doch etwas genervt stellenweise, das ist natürlich klar. Aber zum anderen sind natürlich auch so einige Zwischenszenen dabei gewesen, vor und nach den Rennen. Und die wollte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Die restlichen Videos werde ich dann so zusammenschneiden, dass ich...
ja, im Endeffekt dann die Videos zeige, wo ich anfangs zwar noch nicht so gut war oder ja, nee, anfangs kann man wirklich sagen, nicht so gut war. Es war das reine Desaster, anders kann man es nicht sagen. Aber ich habe Spaß gehabt. Ich bin von fast Anfang an bis heute immer mit den Episode One LP zusammen gefahren, geflogen, ja, oder über Wasser halt gefahren oder ähnliches. Und das hat doch sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn ich teilweise komplett neben der Spur war, beziehungsweise teilweise. Ja, alles für den Arsch war irgendwie. Also was sehr, sehr gut ist an einem Spiel, was ich so persönlich noch von keinem anderen Spiel kenne, ist, dass wenn man The Crew 2 spielt, in einer Crew, also mit mehreren Leuten, sprich mindestens zwei, dass man dann auf jeden Fall immer den Platz gut geschrieben bekommt, den der bessere von beiden oder von allen zusammen macht. Also bis vier Leute können zusammen in einer Crew spielen. Und mir wird schon schlecht von den Szenen, die ich jetzt im Hintergrund sehe, was ich da im Freestyle gemacht habe mit dem Flugzeug. Zwei bis vier Leute können zusammen in einer Crew spielen und der Bestplatzierte bestimmt sozusagen die Punkte und die Platzierung für das komplette Team. Und das finde ich persönlich sehr, sehr gut. Es ist so ein bisschen Open World. Man hat eine Karte, wo man sich das Ganze angucken kann. Wenn ich dran denke, werde ich das im nächsten Video mal so ein bisschen erklären, dann nehme ich das jetzt nochmal vom heutigen Standpunkt auf, wo ich fast alles weiß, wie das mit der Karte funktioniert und wie man wo reingeht. Ich werde euch dann auch erklären, was es mit den Ersatzteilen auf sich hat und so weiter und so fort, wo ihr die Maschinen kaufen könnt und und. Es gibt auch noch Fotoaufgaben bei dem Ganzen. Es gibt wohl eine relativ neue Sache. Also ich kannte es jetzt von Anfang an, aber andere Leute haben mir gesagt, dass es wohl relativ neu ist, dass man Sterne bekommt für Dinge, die man erkundet, wenn man zum Beispiel etwas entdeckt hat, da drüber geflogen ist oder da vorbei gefahren ist, dass man da Punkte für bekommt, also spezielle Gebiete entdeckt hat, beziehungsweise Gebäude natürlich nur. Man kann Fotoaufgaben machen, die sind wirklich von einfach bis extrem schwer. Sprich, es gibt einfache Fotoaufgaben, wo einfach nur steht, ein beliebiges Auto auf die und die Straße stellen, ein Foto machen. Es gibt aber auch Fotoaufgaben, wo dann steht, man soll auf eine Mauer, auf die man so gar nicht drauf fahren kann, oder auf eine riesige Kuh beispielsweise, muss man genau im Nacken mit einem bestimmten Auto sitzen und dann kann man dieses Foto machen. Und das ist doch schon um einiges schwieriger. Ich habe meines Erachtens keinen Versuch aufgenommen, leider. Ich hätte mal den ein oder anderen Versuch, also was heißt Versuch, das ein oder andere Foto hätte ich mal aufnehmen sollen. Ja, so im Nachhinein ist man halt immer schlauer, aber ich habe das alles so ein bisschen offline gemacht. Und ja, dann hätte ich euch das so ein bisschen zeigen können. Aber es gibt auch im Internet gute Listen, wo man sich das angucken kann, stellenweise auch andere Videos. Wenn ihr einfach mal The Crew 2 eingibt und Fotoaufgaben, da werdet ihr auf jeden Fall schnell fündig. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht allzu schlimm zuzuschauen. Ich war auch ein bisschen ruhig, muss ich dazu sagen, weil ich irgendwie gar nichts gecheckt habe am Anfang. Aber wie gesagt, die nächsten Videos, die ich dazu hochladen werde, werden gemeinsam mit den Episode One LP sein. Und auch wenn ich anfangs ja noch stark abgelost habe, gegen Wände gefahren bin, voll aus die Kurve geflogen bin oder sonst was. Ich habe auf jeden Fall Spaß dabei gehabt und ich hoffe, dass ihr auch Spaß dabei gehabt habt, haben werdet. Und ich kann nur sagen, je mehr Videos davon hochgeladen werden, umso besser wird auch mein Fahrstil. Meistens. Ich sehe euch dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao.